Ja, fall darauf. Geht leider nicht, Motorräder. Black and White Überfall. Parking Blatt. Hast du eine Tablette für mich? Tablette? Tablette. Alles klar. Raus. Taliban out. Bräuchte wie die passende Musik, so eine bedrohliche. So langsam gefällt mir das Auto wieder. Hallöchen. Einen wunderschönen. Gibt's wieder einen Porteur oder was? Hallo. Was? Hab ich was mit? Hab ich was verpasst? Wieso? Hä? Wieso? Wie kommst du jetzt darauf? Wegen Bikes. Hä? Wieder irgendwelche freien Bikes. John, alles in Ordnung bei dir? Nein. Hast du den Klops verloren? Immer red nicht in Rätseln mit mir. Was möchtest du von mir? Gibt's einen Bike-Importeur oder wie? Du, ich hab grad was gehört so von den Bikes. Ja, ist richtig. Die Frage war darauf hin, es gibt ja aktuell gar keine Bikes zu kaufen, außer die schon da sind. Okay. Außer vielleicht zwei, glaube ich. Hallihallo. Hi. Hallöchen. Ich mit Hallihallo angesprochen. Na? Versammelt sich da hinten die gesammelte Justiz, oder wie? Ja. Genauso schaut's aus. Ja, ist ja herrlich. Und der Linz ist auch da. Ja, wunderbar. Wird mein Chef ja wahrscheinlich endlich mal ein paar heißgesinnte Fragen beantworten kriegen. Ja. Aber das ist halt, ne? Wir warten ab. Ja. Ich hoffe nur, dass es sachlich und konstruktiv ist, ansonsten stehen wir uns hier umsonst die Beine in den Bauch. Das liegt ja nicht an der Justiz, denke ich mal. Das liegt ja wohl eher an dem unsortierten Haufen da drüben. Ja, denke ich auch. Ich höre mir das mal an, was unser Titterhaufen da gerade am Sprechen ist. Ich hab nichts gegen die Leute, aber... Ich hab gestern eine Vortex für 289 verkauft. Ich hoffe, dass das gleich auch irgendwie sachlich und konstruktiv da mit den Leuten abläuft, oder? Das ist ja dann schon mal was Schönes, aber das muss doch nicht so ewig lange. Hat denn Black and White noch irgendwas, was denn auf den Strich geht, gegen den Strich geht? Auf den Strich geht er hier, kann er ja verboten. Die Steuersituation, dass wir vor 4 Monaten einen Antrag zum Import eingereicht haben, sind so unsere Kerndinger, denke ich mal, Horst, oder? Jop. Und wie sieht's aus mit der Unterstützung vom Gewerbeamt? Mit dem Gewerbeamt? Alter, auf dem Gewerbeamt ist es wie für Stadt, einer schafft, der Rest guckt zu, habe ich so das Gefühl. Sehr schön. Dankeschön, dass du das sagst. Toll, ein anderer macht. Aber der arbeitet lieber daran, die Kaffeekanne zu machen. Das wollte ich gerade sagen, Alter. Der zählt vielleicht die Zuckerwürfel, Alter, die in die Kaffeetasche schmeißt. Das war's. Hallo. Entschuldigung. Hallo. Hallöchen. Hoi. Hi. Wir haben uns hier heute versammelt. Wir haben uns hier heute versammelt. Um uns hier zu versammeln. Nein, Spaß. Geht los? Was? Wo? Wer geht los? Weil die Justiz da drei Minuten noch, oder? Was ist mit den Tunern? Kommen die auch noch? Ja, die sind unterwegs. Ja, wir warten. Ja, wir haben da nichts zu tun, da muss ich noch warten, wenn die noch irgendwas haben. Jo, Adam, grüß dich. Jo, hey, warte mal, ist keiner von euch gerade hier beim Black and White? Bitte? Ist keiner von euch gerade da beim Black? Nee, wir haben hier gerade eine wichtige Besprechung am Yellow Jack Inn. Ach so. Okay, also kommt auch keiner hier, aber hier jemand ist, der sein Auto verkaufen will, der mich gerade gefragt hat. Wie gesagt, wir haben gerade eine wichtige Besprechung hier oben, das ist extrem wichtig für die Wirtschaft auf der Insel, das müssen wir hier besprechen. Hier ist auch der Linz und Justizministerium und etc. Alles klar. Alles gut. Klar. Bis später. Jo, tschüss. Aber nein, wir haben ja mit dem Gewerbe nichts zu tun. Ich wollte gerade sagen, das ist eine öffentliche Fraktion. Ja, okay. Aber trotzdem kann es ja sein, dass aber das irgendwas was 1000 Jahre dauert. Nö. Mein einer Rückzug, der ist gut jetzt. Hurra. Zudem, Horst, wir sind auch eine der wenigen Unternehmungen, die kein Gehalt beziehen, ne? Ja, ich weiß. Ja. Ich fang mal an. Das wäre so der dritte Punkt von uns das eigentlich. Das ist noch hart erwirtschaftetes Geld. Ja. Und nicht Geld bekommen zum Rumpimmeln. Dann wäre ich schon reich. Ja, stimmt. Sagen wir, wie auf dem Hof stehen teilweise. Ja.
gehen zum Optiker. Guten Tag. Ich wollte nur meinen Kollegen bewundern, wie er den Wagen bewundert. Ja. Carina? Das ist echt ein Viersitzer, Mann. Ja, ach, Dimi, glaubst du mir etwa nicht, oder was? Was ist denn da los bei dir? Vielleicht eine freundliche Anmerkung für alle Anwesenden. Parkt doch mal eure Autos in die Garage, die extra dafür gemacht ist, damit es hier nicht so voll wird. Genau. Grüß dich, Benny. Hi. Hi, Benny. Hi, Uschi. Hallo. Hi. Hi. Alles gut? Ich kann auch. Was das heißt? Und alle hier. Das ist so geil, wie überhaupt irgendeine Sau darauf reagiert. Ey. Jetzt sind alle hier am Start oder nicht? Ja, bitte. Kommst du? Ja, die anderen hören, wollen nur zuhören. Ja. Das Wichtigste da. Ja, die Sache oder die Frage, die sich mir jetzt stellt, sind denn auch alle Anwesenden hier, ja? In ja, irgendeinem Gewerbe tätig? Ben und Akiko, ihr könnt hoch zu. Ansonsten macht das, glaube ich, keinen Sinn, wenn hier 100 Leute stehen, die überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben. Alle haben hier was damit zu tun. Okay, die sind alle hier alle irgendwo angestellt, ja, in irgendeinem geht Unternehmen. Nicht nur ums Gewerbe, ja. Allgemein geht ums Gewerbe, es geht um die Allgemeinsituation. Es geht um eine allgemeine Situation, so. Dann fangen Sie doch einfach an zu erzählen. Dann erstmal eine Frage vielleicht reden, an die Dame, also hier, der Reder hier, ne, der hier redet. Ja. Erstmal so eine allgemeine Frage, hat das Gewerbeamt überhaupt genügend Mitarbeiter für die Anzahl an Anfragen, die eingehen? Bearbeitet werden können. Das wird mein Kollege beantworten können. Ja, darauf warte ich ja. Vielleicht möchte einer. Ich stelle mich mal hier so hin, damit ich auch. Vergiss nicht, ja, der müsste aber lauter reden. Genau, ein bisschen lauter reden. Er spricht doch. Okay, weil das ist nämlich interessant, weil ich höre auch heute wieder, dass ein Gewerbeamt länger als 3 Wochen braucht, um irgendwas zu beantworten. Ich habe nicht lauter geredet, ich höre nichts. Ich habe auch nichts gehört. Ich, noch ja, lauter ich reden kann gehört. Ich nicht. Ich, du, der andere. Achso. Ja, auch nicht schlimm. Respektvoll, Alter. So. Also vor allem, wie gesagt, wenn man sagt, es gibt genügend Gewerbemitarbeiter, das klingt irgendwie kontraproduktiv, wenn ich höre, dass man 3 Wochen braucht, um überhaupt irgendwas in der Richtung Antwort zu bekommen. Dass man 4-mal nachfragen muss, ob irgendwas passiert ist, wo es dann heißt, ja, weiß ich nichts von oder habe ich oder wurde vergessen oder wurde noch nicht gearbeitet. Und man da nicht mal die Möglichkeit hat, mehr Mitarbeiter einzustellen, die das dann dementsprechend richtig kanalisieren können. Ich glaube, dass die gerade die Mitarbeiterfrage, ja, ob da genug Mitarbeiter sind oder nicht, nicht in dem Ermessen von den Unternehmen selbst liegt, sondern das intern einfach im Gewerbeamt geklärt werden sollte. Nein, aber es wäre schön, wenn ein Unternehmen, ich stelle eine Anfrage, als Beispiel, ich brauche einen weiteren Mitarbeiter, das muss ich mit dem Gewerbeamt klären, warum auch immer, muss dann mit dem Gewerbeamt geklärt werden, ihr wartet halt 4 Wochen auf eine Antwort. So, und die Person, die da gerne arbeiten möchte, kann da nicht arbeiten, weil keine Antwort kommt, weil er halt Zugriff braucht, ne? Das Yellowjack hier, das sind die Tattoo-Studios zum Beispiel oder auch andere, der Golfclub, die brauchen ja auch alle Zugriff auf die verschiedenen Sachen, um was rausgeben zu können. Nur wenn ich 4 Wochen brauche, um meine Zugriffe zu bekommen, und das ist aktuell der Fall, dann ist das nicht zielführend. Dann ist das geschäftsschädigend. So. Und für welches Unternehmen, also wir kennen uns deswegen nicht wundern, wir duzen uns, und für welches Unternehmen sprichst du jetzt speziell? Alle, die sich hier bei mir beschwert haben. Das sind zum Beispiel Tattoo-Studios, das ist zum Beispiel das Yellowjack Inn. Und im Yellowjack Inn gibt es keine vorübergehenden Möglichkeiten, um den Zeitraum bis zum Zugriff zu überbrücken. Ich warte 4 Wochen, also ich stelle jetzt 4 Wochen den Inhaber ab, der dann halt auch ein Privatleben hat und ab und zu nach Europa muss. Stelle ich jetzt 4 Wochen ab, dass der irgendwas rausgibt, damit das ja funktioniert. Dann zusammen mit den Sonnenwänden um 21 Uhr, die uns die Geschäfte hier kaputt machen, weil dann viele einfach nicht mehr wiederkommen oder die Party gesprengt wird. Ist der Inhaber, gibt es nur eine Person? Ja, es gibt aktuell nur eine Person aktuell, die das machen kann. Okay. Entschuldigung. Die zeitlich öfters mal da ist. Wenn man darauf fragt, wie sieht es dann aus, ne, können wir mal ein bisschen Entlastung reinbringen, indem wir eine zweite Person oder eine dritte Person gibt. Es geht jetzt wieder das Thema Tattoo-Studio, da gibt es schon Mitarbeiter, brauchen aber Entlastung, brauchen noch einen vierten Mitarbeiter, seit 3 Wochen auf keine Antwort. Dann ist doch eine Tattoo-Studio. Ja, oder ein Nein ist okay. Ein Nein ist halt so, dann ist es schade. Tattoo-Studio garantiert in der Lage, sich selbst dazu zu äußern, oder? Ich meine, wir sind alle da erwachsene Menschen. Macht man ja, aber wenn wir gerade in der Runde sind, kann man das kurze Frage. Arbeitest du jetzt beim Gewerbeaufsichtsamt, Liv? Nee, aber ich bin die Rechtsanwältin vom Gewerbeaufsichtsamt. Ja, hat doch gar keinen Sinn, wenn du von okay. sagst, einer soll reden und dann sagst du gerade, aber nee, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch einfach darum, dass man die Problematik einfach näher bringen kann, wenn jedes Unternehmen einfach für sich selbst Code spricht. Der kann es ja offensichtlich nicht, weil das Gewerbeamt ja keine Möglichkeit hat, darauf zu antworten. Oder es einen Monat braucht, um zu antworten.
Deswegen kann das Tattoo-Studio oder die anderen Unternehmen nicht selber für sich reden? Ich hab das nur für mich zusammengetragen. Es ist besser, wenn ich alleine rede, als wenn 20 Personen drumherum reden. Okay, du als, hast du aktuell ein Unternehmen? Nein, meine Unternehmen werden ja alle abgelehnt. Oder werden oder kommen von staatlicher Seite und werden von vornherein gesagt, gibt es nicht, natürlich machen Sinn, wir so nicht. Ein Nichtunternehmer, der nicht mit der Materie vertraut ist, der weder im Kontakt jemals mit dem Gewerbeamt war oder sonst irgendwas, das Wort zu erlassen. Macht Sinn. Weil wir ihn ausgewählt haben, der für uns spricht. Ja, okay. Gut, weiter im Text. So, dann ist zum Beispiel die Frage, es gibt Konzepte, die eingereicht worden sind, die dann 8 Monate später kommen, weil sie verstaatlicht gewährt werden. Ja? Statt es uns zu überlassen. Statt es einbringen zu unterlassen. Das haben wir Unternehmen zugemacht, weil sie einfach nicht gemacht worden sind, weil sie dann gesagt hat, nee, das machen wir selber. Dann wartet man darauf, dass es macht. Es war ja fertige Konzepte, fertig zur Umsetzung. Man müsste vom Gewerbeamt, von der Stadtverwaltung selber nichts viel weiter machen, außer das Grundgerüst zur Verfügung zu stellen und möchte dann trotzdem da gerne was gegen machen und möchte das unbedingt alles selber machen. Wieso macht der Staat so viel, wenn es genug Leute gibt, die das gerne selber machen würden? Ich habe noch eine Frage zu der Thematik. Haben denn die verschiedenen Unternehmer von den verschiedenen Gewerben, von denen wir hier sprechen, sich schon mal einen Rechtsanwalt oder irgendwas anderes gesucht und das Gewerbeamt eine Frist gesetzt? Was habe ich davon, wenn du es genau wissen willst? Ich möchte nicht wissen, was man davon hat, aber haben wir da, ist das passiert? Können wir bitte normal reden? Was ist denn das? Das ist doch richtig respektlos. Wir stehen hier ganz normal und du schreist hier rum. Echt, du bist absolut passiv-aggressiv gerade. Also wir sind einfach nur unzufrieden, wollen sachlich darüber sprechen. Hallo, könnt ihr bitte alle nacheinander sprechen? Meine Frage war ganz einfach zu verstehen. Hat sich irgendjemand von den hier anwesenden Personen, einen Anwalt oder sonst irgendjemanden gesucht und dem Gewerbeamt eine Frist gesetzt zur Umsetzung? Dafür sind auch nicht immer da. Und auch die Anzahl der die Leute, die ein Unternehmen führen, das sich Rechtsanwaltschaft hört, sind auch nicht in der Form da, wie wir es gerne bräuchten. Gucken Sie in die Liste. Trotzdem erklärt das immer noch die Frage, warum Konzepte, die eingereicht werden, abgelehnt werden, dann verstaatlicht zu werden und dann verstaatlicht angenommen zu werden. Dabei spreche ich ganz speziell auf dieses IBOR-Netzwerk an. Das diesmal betrifft es mich auch tatsächlich auch persönlich. Da noch kurz krass, eingehen, ne? Sonst wird das nämlich... Ja, das ist einfach nur Banane. Oder wo zum Beispiel ist das Casino? Da gab's, wir sind jetzt im August, September sind wir mittlerweile sogar, da gab's im Februar schon ein Konzept und fertig ist. Das wurde abgelehnt. Nein, das kommt später, kommt bis heute nicht. Wurde zweimal angekündigt, kam bis heute nicht. Illegale also Straßenrennen wird von vornherein verboten, statt dass der Polizei... Das stimmt nicht mit den Straßenrennen, das stimmt nicht. Wir haben das kann ich für uns sprechen, dass wir mehrfach Konzepte dafür genehmigt haben von der Justizseite aus, dass die stattfinden. Es gab eins, was wir absagen mussten aus dem Grund, und dafür haben die Herren eine Entschädigung bekommen, dass wir das absagen mussten aus anderen Gründen, die hier nicht genannt werden, weil es interne Dinge der Justiz sind. Aber wenn jemand zu uns kommt und es beantragt, es gab wenig Dinge, die wir in die Richtung abgelehnt haben, sei es um Gewinnspiele, Rennen oder sonst was. Aber wir haben immer alles bearbeitet. Es geht um illegale Straßenrennen, nicht um legale. Wenn ich was von der Justiz beabsichtigen lasse, ist es legal. Ja gut, aber illegal, was hat das denn, was hat das Gewerbeamt oder sonst was mit zu tun? Wenn Sie wirklich was Illegales machen wollen, weil das dann von der obersten Stelle kommt, wenn ihr das macht, kriegt ihr eine Ausreise. Wer ist denn die oberste Stelle? Ja, das würde ich jetzt auch gerne wissen. Ja, das ist das, was man mir dann sagt. Von wegen, ja, wenn wir das machen, kriegen wir Ärger und dann dürfen wir uns ausreisen. Wenn Sie ein Straßenrennen machen, bekommen Sie Ärger. Ja, natürlich. Natürlich bekommen Sie Ärger mit der Polizei. Das Einzige, wo ich das einsehe, dass die Ärger bekommen, ist, wenn die Polizei die dabei erwischt. Richtig, das wird passieren. Ja, aber das ist aktuell offiziell verboten. Das ist halt komplett verboten. Das ist halt wieder nach dem Motto, wenn man es macht und geht jemand nach oben zum Stadtverwaltung und zack. Geld. Ist lächerlich hier. 85% also jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt bleiben Sie doch mal bei einem Thema, bitte. Ein illegales Straßenrennen wird, wenn die Polizei das sieht, definitiv geahndet. So. Ja, natürlich, aber wieso muss ich nicht mit Ausreise? Ich weiß nicht, wer ihn damit gedroht hat, aber das hat überhaupt nichts gerade in diesem Gespräch zu suchen. Ich glaube, dann sind Sie einfach falsch, wenn Sie über solche Dinge reden wollen. Nein, es geht mir darum, dass der Staat einfach in viel zu viele Sachen eingreift, statt es die Leute lassen zu machen, die dafür zuständig sind. Sprich Polizei. Okay, vielleicht, um nochmal kurz zurückzukommen zu der Thematik, ja, und um auch mal, ich kann den Unmut, ja, der einzelnen Leute hier nachvollziehen. Wenn die hier von Fristen sprechen, die sich im Rahmen von 4 Wochen, ja, befinden, dann ist das natürlich nachvollziehbar. Aber jetzt hier so ein, Sie haben ja, oder ihr habt, die Herrschaften hier haben ja wahrscheinlich versucht, sich mit dem Gewerbeamt in Verbindung zu setzen. Ist das richtig? Mehrere Male.
Um vielleicht würden wir sonst nicht stehen. Um diese angespannte Situation vielleicht hier mal ein bisschen aufzuheben. Ja, und wir können uns jetzt hier mit Vorwürfen bombardieren. Da kommt, fällt ein Wort ins nächste. Oder wir versuchen, wenn er schon. Nein, ich weiß. Oder wir versuchen das jetzt einfach zu lösen und dass jedes Unternehmen für sich, und damit meine ich auch jeden Geschäftsinhaber für sich und nicht eine Person, sich kurz mit dem Herrn Linz auseinandersetzt, einen Termin macht, einen festen. Und dann werden die Probleme, die für jede einzelne Firma, die ja wahrscheinlich auch firmenintern sein werden, ja, die jetzt hier wahrscheinlich nicht vor allen breit getreten werden sollen, geklärt. Ja, das ist ein Angebot. Wie sieht es denn aus mit dem Konkurrenzkampf? Hier gar nicht. Es gibt keinen Konkurrenzkampf. Nö. Dann spreche ich mal als Unternehmerin. Dann verstehe ich aber nicht, warum meine Mitarbeiter zugeheult werden, weil ich ein Unternehmen geöffnet habe, was Autos verkauft. Wenn es keinen Konkurrenzkampf gibt. Weil es ein anderes Konzept war. Das war ein Pornshop. Das ist kein Autoverkauf, das ist ein Verleih. Und du weißt, was in meinem Konzept konkret drinsteht? Ja, dann ist das ein falscher Name. Dann hättest du es vielleicht Autohaus nennen sollen. Du weißt doch gar nicht, was in meinem Konzept drinsteht. Ich werde nächstes Mal um Erlaubnis fragen und werde es zu jedem einzelnen Unternehmen hingehen und sagen, bitte liest es euch durch. Ja, klar. Ja, aber darum ich glaube, bei Konkurrenz geht es eher bei sowas wie Tunern zum Beispiel. Wieso wurde bis heute kein Tuner nur für Bikes zugelassen? Da gab es mehrere Konzepte, das weiß ich nicht nur von mir. Aber halt auch von anderen gab es da Konzepte, wo gesagt worden ist, da geht es darum, wir möchten den Bennys das Tuning von Bikes, speziell um Bikes, es geht in meinem Fall tatsächlich nur um Bikes, wegnehmen, das selber aufziehen, mit dem, was zur Verfügung steht. Sprich, meistens wahrscheinlich andere Lackierungen, andere Tankdeckel, weiß ich nicht was, vielleicht Reifen, whatever. Und zwar nur speziell darum. Und auch da wurde mehrfach gesagt, nein, wir lassen es alles bei Bennys. Und Bennys ist damit der Einzige, der da oben steht, vollgebombt wird mit allen möglichen Leuten, weil die alle ihre Autos dahin bringen, weil die alle ihre Motorräder dahin bringen und die drehen sich im Kreis und denken sich, wie sollen wir das alles schaffen, müssen dazu auch vernünftig abarbeiten und haben auch keine Freizeit. Wenn man das aber teilen könnte, hätte man einen Konkurrenzkampf. Vielleicht machen die auch einen zweiten Tuner sogar dazu, der vielleicht sich auf andere Sachen spezialisiert. Das wurde abgelehnt. Dazu möchte ich mich mal kurz äußern. Aber warum wird es abgelehnt? Natürlich. Das ist die Frage. Ich und meine bessere Hälfte hier zu meiner Rechten hatten auch einen Unternehmensantrag abgegeben. Da hieß es. Die habe ich weggeschickt, die laufen jetzt aber, glaube ich, gerade rum. Da drin stand, dass wir zum Beispiel Fahrzeuge bauen möchten. Die Customs. Zum Beispiel den Spectra. Den Jester 2, etc. pp. Lassen wir auch außen vor, wir müssen nicht ins Detail gehen. Uns wurde direkt gesagt, ja, könnt ihr später machen, etc., bla bla bla, kümmern wir uns drum. Wir haben 3,5 Monate gewartet, um dann zu hören, was, wie, wer seid ihr überhaupt? Nee, sowas wird ja niemals möglich sein. Wir haben 3,5 Monate gewartet und wurden immer bei Stange gehalten. Keiner wusste von uns wirklich. Wir haben aber Funkgeräte bekommen, etc. pp. Und dann hieß es auf einmal nach 3,5 Monate, wie, von euch wissen wir überhaupt nichts. Später haben wir das Gespräch nochmal neu aufgerollt. Sprich, einer Tuning-Werkstatt mit, ich sag jetzt mal, speziellen Tuning-Teilen. Das heißt, du bist darauf angewiesen, bestimmte Leute zu kennen, die dann auf uns zukommen. Wurde direkt striktens abgelehnt, da es hieß, Benny sei staatlich und soll unangefochten sein. Erklären Sie mir das bitte. Warum ist denn Benny überhaupt staatlich? Das ist genauso eine Frage, Ja, verstehe ich auch nicht. Warum sprießen seit ungefähr 2,5 Wochen Autohändler wie Pilze aus dem Fußboden? Ja, die sind illegal. Leute, wir reden nur eine und nicht fünf. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, kriegt ihr das nicht hin, vernünftig zu reden? Dann werden wir das Gespräch hier abbrechen. Das hat keinen Sinn, wenn hier jeder dazwischen spricht. Sprecht hier nacheinander und dann können wir reden, aber so nicht. Bei den meisten Autohändlern ist es so, dass die, ich habe mich mit einem unterhalten, es gibt offiziell irgendwie nur 3 oder vielleicht 4 mittlerweile. Der Rest, der das macht, ist illegal. Da gibt es auch eine strikte Begrenzung, was das ich betrifft, guck wieder. Mal rum hier, ob da aber auch da ist halt auch die Frage: Es ist, glaube ich, der einzige tatsächliche Markt, wo es einen offiziellen Konkurrenzkampf gibt, und das ist der Gebrauchtwarenhandel. Perfekt. Schade. Entschuldigung, aber wir weichen gerade vom Thema ab. Ja, okay, meine Frage ist nochmal ganz kurz auf das von Bennys zurückzukommen. Genau. Sie sagten, da wurde ein Antrag eingereicht. Wann wurde der eingereicht? Ist korrekt. Wann wurde der eingereicht? Als das Gewerbeamt aufgemacht hat. Wir haben mit Crossroads, waren wir von Tag 1 hier, wir haben mit Crossroads alles mitgemacht, Tag 1 Gewerbeamt aufgemacht, haben mehrere
Anträge gestellt, was das anging. Eigene Werkstatt, eigene Tuningfirma, eigener Import, Fahrzeugbau, wurde alles direkt abgeschmettert, sofort. Da, okay, als hätte keiner drüber geguckt. Was? Und es hieß geht ja... nicht und es geht nicht und es geht nicht. Lass mich mal bitte ausreden. Ja, ja. Ja, ich habe eigentlich gerade mit dem Herrn gesprochen. Und es hieß ja, dass dieses, das habe ich, das war für mich, ich dachte, der Herr daneben. Es hieß ja von wegen, dass dieser Antrag, dass einer von den, damals waren die ja zu zweit im Gewerbeamt. Das war ja eine Dame und ein Herr. Ist das richtig? Mhm. So, korrekt. Genau. Und da gab es ja anscheinend interne Kommunikationsprobleme, wie auch immer. Jedenfalls ist der Herr Linz ja jetzt allein im Gewerbeamt, ja? Und sicherlich muss man der Person dann auch eine gewisse Zeit einräumen, um auf gewisse Dinge zu reagieren. Sicherlich müssen wir uns, wie jeder andere auch, an Fristen halten. Und es geht nun mal nicht auf Fingerschnips und von jetzt auf gleich. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ja? Sicherlich kann ich das verstehen bei den Leuten, die sagen, wir sitzen hier 4 Wochen und es passiert gar nichts. Das kann ich absolut nachvollziehen, ja. Aber jeder Einzelne von uns, ja, der hier jemals ein Unternehmenskonzept eingereicht hat, hatte Wartezeiten. Es ist nun mal so. Gewisse Dinge müssen organisiert werden, gewisse Sachen müssen mit dem Zoll abgesprochen werden. Der ein oder andere will hier noch ein extra und da noch ein Leckerli. Das geht nun mal nicht von heute auf morgen. Und da verstehe ich nicht, warum da kein Verständnis entgegengebracht wird. Geht ja auch, Moment. Nein, es geht auch nicht um die einzelnen Leckerlis. Das ist natürlich klar. Aber es geht um eine klare Aussage von wegen, ja, das Unternehmen kann starten. Wir müssen das halt machen, die Termine zusammensetzen. Wir brauchen dieses, jenes, folgendes, einen Zeitrahmen für. Und jetzt, gerade auch meine ganz am Anfang meine Frage war, gibt es genug Leute für ein Gewerbeamt? Ja, gibt es. Jetzt kam die Aussage, Anzahl, eine Person, der Herr Linz alleine. Dass Herr Linz alleine das alles nicht schafft, da mache ich ihm gar keinen Vorwurf drüber, hat er auch Freizeit. Das kann so nicht funktionieren. Das kann einfach nicht funktionieren. Und die Leute haben einfach keinen Bock mehr drauf. Und wenn das hier nicht irgendwie vonstatten geht, dann würde sich die Anzahl der Leute, die hier leben, einfach verringern. Die Sache ist doch aber auch die, um einen Gewerbeantrag stattzugeben, ja, ist es doch nicht allein das Gewerbeamt, was entscheidet, ob gewisse Dinge umsetzbar sind oder nicht, sondern da spielt doch auch das Bauamt eine ganz eminente Rolle, ja. Aber die scheinen ja nicht zusammenzuarbeiten. Ja. Darf ich gegeneinander dazu was sagen? Moment. Ganz ehrlich, wir haben 121 Tage gewartet. 100 fucking 21 Tage. Worauf genau jetzt? Auf wie unsere gesagt, Thema Konzepte. Crossroads. Um auf das Thema Crossroads zurückzukommen. Mhm. Ja, also wenn uns jemand vorwirft, wir hätten keine Geduld, dann muss ich sie korrigieren. Nein, ich sag ja, ich kann das nachvollziehen. Wir haben auch Geduld und wir haben auch Verständnis. Wir sind hier am ersten Tag, am 28. März, haben wir beide unsere Papiere hier unterschrieben, dass wir am 30. einreisen konnten. Ja, und da wurde uns schon gesagt, es wird kommen, dass ihr Fahrzeuge entsprechend bauen könnt und darauf basierte unsere Werkstatt mitunter. Dann hieß es auf einmal, das geht nicht. Und was ist jetzt? Genau das ist der Punkt. Und das ist das, was so frustriert. Wir haben immer Geduld gezeigt. Wir haben immer Verständnis gezeigt und wurden am Ende mit Füßen getreten und haben zum Teil unsere Familie verloren. Und das ist der Frust, der sich hier aufbaut. Dass die Leute hier alleine arbeiten, das sehen wir. Dass jeder seine Freizeit hat, ja. Das ist auch richtig und das ist auch wichtig. Aber es kann nicht sein, dass jemand, der so lange wartet, zum Beispiel wie wir, immer wieder nur mit Füßen getreten wird. Ja. Sicherlich besteht auch da die... schon zugestimmt wird und dann später gesagt wird, nur das wird nie passieren. Ja. Hör dir meinen Horst an, der vor 4 Monaten auch schon was beantragt hat. Ich habe Anfang Mai meinen Gewerbeeintrag eingereicht gehabt, mit der Erlaubnis importieren zu dürfen, wo es gesagt wird, macht euch keinen Kopf, fasst irgendwelche Listen zusammen, ob ihr Gedanken habt, welche Autos ihr eventuell importieren möchtet, etc. Diese Listen sind mehrmals dorthin geschickt worden. Ja, irgendwann einmal, 2 Monate später oder 6 Wochen später, musste ich feststellen, dass da so 3 dahergelaufene Bachstelzen, jeder so einen Importladen bekommen hat. Wie man bis zum heutigen Tag sieht, alle 3 gegen die Wand gefahren worden. Und mittlerweile schreibe ich den 5. Monat und ich warte seit dem 5. Monat immer noch auf irgendeine Antwort, ob ich endlich mal als erstes existierendes Geschäft mal ein Fahrzeug importieren darf. Weil ich mein Geschäft hat schon existiert, bevor überhaupt das Gewerbeamt existiert hat. Da war das noch ein Fremdvokabular. Richtig, aber du hattest interne Probleme mit deinem Geschäft, noch, richtig? Hat mit internen Problemen nichts. Sicherlich, der Laden doch hat auch nichts mit dem Antrag zu tun. Der Laden lief von Tag 1, scheißegal, ob er unter Black lief oder unter mir lief. Selbst da ging es an einem reibungslosen Übergang drüber.
Dieser Laden lief jeden Tag. Seit Anfang Mai läuft seit 5 Monaten dieses Autohaus. Da können sich andere noch eine lange Scheibe von abschneiden, so lange überhaupt überleben zu können. Okay. Und da kann ich dann irgendwann mal pissig sein, sorry. Aber wenn jetzt nicht langsam die Lichter angehen und ihr seht, dass hier echt irgendwas falsch läuft, dann ist euch wirklich nicht mehr zu helfen. Kein Spaß mehr. Weil so macht es. Wir haben aber von sowas wie Steuern noch gar nicht geredet. Steuern ist echt lächerlich. 60% wären realistisch, aber 80-85%, meine Herren. Das ist doch Kommunismus. Ich würde gerne. Wer hat das gerade gesagt? Kann es sein, dass man 80%. Das habe ich gesagt. Hier, Rolf Peters. Wann haben die denn schon bezahlt? Horst, wer sind an Steuern veranschlagt? Ich warte, um ehrlich zu sein, immer noch auf die Steuern. Das warte ich noch. Würde ja gerne mal bezahlen, aber ich warte noch. Es kommt ein Vorwurf in Richtung des Gewerbeamts, dass die Steuern zu hoch sind. Wie hoch sind die Steuern bei den Tätowierern? Nein, Moment. Wir reden jetzt vom Autohaus, ja? Aha, okay, da weißt du ja Bescheid. Wir reden doch aber jetzt gerade, dann sollen doch die Parteien, genau das ist das, was ich meine, sollen die Parteien für sich selbst sprechen. Dann sollen ja nicht, weil ja das alles im Einzelnen abgeschmettert wird, deswegen sind wir ja in großer Zahl hier. Richtig, dann können sich auch jetzt die, um die Tattoo-Studios geht, das ist das richtig. Zum Beispiel. Dann würde ich, ganz gerne darum bitten, dass die Inhaber des Tattoo-Studios sich jetzt mal persönlich zu Wort melden und an ihrer Stelle dann das, was sie stört, und tun. Der gewisse Herr ist da vorne auch sozusagen der Anwalt der Partei, so wie sie. Also ich kann ja auch was dazu sagen. Ich bin ja, lass Bonnie sprechen, die ist auch hier. Genau. Ich bin ja von Palito Tattoo. Und die Sache ist das, was mir aufgefallen ist, dass ich sage mal, ich gerade so überleben kann, weil ich eben zu viele Steuern bezahle. Und das kann nicht sein, ich stecke auch viel Arbeit drin, wir versuchen auch eine Seite aufzubauen, alles mögliche. Und ich sage mal, wenn ich auf ein Feld gehen würde, würde ich viel mehr verdienen als wie im Tattoo-Studio. Also als Inhaber von einem Tattoo-Studio verdiene ich weniger als wie jemand, der auf dem Feld arbeiten geht. Ja, das ist bei uns beim Autohaus genauso. Kann doch nicht sein, Alter. Das kann nicht damit begründet werden, dass man etwas mit Herzblut macht und das andere nicht. Was mein Herzblut mache, ich muss kein Millionär werden. Das ist richtig. Ich muss kein Multimillionär werden. Weil wenn ich ein Unternehmen habe und die Verantwortung dafür habe, auch für die Mitarbeiter, dass das Ganze läuft, dann möchte ich nicht von, weiß gar nicht, wie viel Prozent es genau da sind, 75% oder 70% Steuerlast plus Pacht für das Gebäude belastet werden. Ich möchte einfach davon vernünftig leben und vielleicht mal das System vielleicht überlegen, ob man das umstellen kann, dass man vielleicht Mitarbeiter bezahlt als Inhaber. Okay, eigenes machen. Meine Frage als Inhaber ist, Spaß dran hat, Inhaber zu sein. Es sollte doch auf jeden Fall attraktiver in diesem Staat sein, Unternehmer zu sein, von der wirtschaftlichen Sicht her, als Tomatenpflücker, oder? Oder das ist doch auch in Ihrem Sinne, denke ich mal, dass es mehr Unternehmer gibt, dass mehr Leute gibt, die für die es attraktiver erscheint, Unternehmen zu gründen, weil man wirtschaftlich dadurch sich doch verbessern könnte. Ne? Also das in diesem Sinne. Ne? Logisch, dass der eine Job attraktiver ist, als vielleicht der andere Job, ja? Dass man ein Auto, gar nicht. Dass man ein Auto hat. Du hast doch zwei Jobs, ne? Dass man, ich bin Anwältin und habe ein Unternehmen, richtig. Dass man, dass man ein Autohaus nicht mit einem Tattoo-Studio gleichsetzen kann. Ich denke, das ist hier jedem bewusst. Es geht doch gar nicht darum. Ja, klar. Zahl doch für ein kleines. Entweder oder. Ja, dann mach. Jetzt meine Frage ist jetzt in Richtung Bonnie. Was habt ihr denn für tägliche Abgaben, wo du sagst, dass die dich auffressen, beziehungsweise du die teilweise halt nicht bezahlen kannst, ohne dabei am Hungertod zu nagen? Die Sache ist die, wir zahlen ja 75% Steuer. Müssen das bedeutet, die Arbeit dass täglich? Ja, von dem. Nenn mir mal eine Zahl. Was zahlst kann du täglich? So genau nicht. Ich zahle pro Tattoo. Bei uns wird es gleich abgerechnet. Mhm. Okay, gehen wir gleich davon von aus, dem Tattoo-Preis abgerechnet. Und dann kommen ja noch die Arbeitsmaterialien dazu, die man ja auch noch benötigt. Okay, wir und gehen ich jetzt sage mal, was ist das höchste? Worauf willst du hinaus? Ich möchte gerne rechnen. Was halt man für ein willst du uns hier als Mathe-Pfeifen darstellen, ist, oder wie? Nein, ich würde mir gerne ein Bild darüber machen. Also ich würde mir gerne ein Bild darüber machen. Ich will wenigstens wissen, worüber wir sprechen. Ist das in Ordnung, oder nicht? Wir reden hier von 80-85%. Richtig, von was denn? Was kostet so ein Rücken? Weil man kann das ja nicht pauschal sagen, was das kostet. Weil das ist ja, für jeden Tattoo kommt es drauf an. Genau. Ja, dann könnt ihr es doch überschlagen. Also meistens so ein Durchschnitt von 80.000. 80%, 80 Dollar, Kerl. Ist doch nicht schwer. Hm. Ja, also hast du 20.000 für dich selber übrig. Da sind die Materialkosten aber immer noch nicht drin. Ja, nicht mal, weil du bezahlst ja noch Arbeitsmaterial. Okay, das kostet wie viel?
5.100. Okay, haben wir... Was? Na, wow. Pro einzelnes Tattoo. Bei einem Zeitaufwand von 30 Minuten. Sind wir bei einem Gewinn von... Mehr als 30. Sind wir bei... Also 5.100 kostet das Material. Sind wir bei einem Gewinn von 14.100? Naja, Gewinn, okay. Warum? Bei einem ja, großen gut. Tattoo für 100.000. Ja, wir sind noch gar nicht fertig. Okay, gut. Haben wir jetzt bei einem großen Tattoo einen Gewinn von 14.900. So, was geht davon noch weg? Von den 14.900? Da geht jetzt so weiter, wenn das alles so abgezogen ist, nichts weiter weg, ja. Aber Miete? Ja, die Miete geht dann noch. Und dann willst du ja leben täglich. Von irgendwas. Genau. Wie viel kostet die Miete täglich? 5 und 12. Der sucht ja in Paris auf. Pro Tag mal 12. Ja, wir sind ja oben in Palito, ist ein Palito-Tattoo. Die werden also da oben auch wohnen und da oben sind die ganzen Wohnungen oder Häuser 12. Genau. Plötzlich habe ich 2000 Dollar. War aber immer noch kein Auto. Oder ein eigenes Tattoo. Okay, wir gehen aber auch nicht davon aus, dass ein Tattoo am Tag gestochen wird, oder? Ja, aber im Feld verdienst du trotzdem mehr. Okay, dann stechen wir 6 Tattoos am Tag, weil ich habe ja Zeit. Das dauert ja auch nur eine halbe Stunde, das Stück. Ein Rückentattoo ist mindestens 30 Minuten oder so. Mehr, ja, ein bisschen mehr sogar. Und dann hast du ja nicht nur, dann hast du ja nicht nur die großen Tattoos für 100.000, sondern du musst deine Toleranz einbringen, weil es gibt ja zwei Tattoo-Studios. Ganz stolze. Die ja auch bald nur noch eins ist, wenn es so weitergeht. Okay, dann... Selbst dann. Hast du dann musst du neben den 2.000, die du noch übrig hast, dann hast du ein kleines Tattoo, das kostet vielleicht nur 80.000. Hast aber dieselben Abgaben und die 5.100 sind ja Fixkosten, die hast du immer bei jedem Tattoo, egal wie groß das ist. Merkst du die Berechnung, dass die ja plötzlich nicht mehr passt, und plötzlich ins Minus rutscht? Die Sache, jetzt noch eine Frage. Ja, jetzt an die Tattoo-Studios erst einmal, ja? Bonnie, was stellst du dir denn vor? Ich möchte einfach... dass ich überleben kann, also ein bisschen mehr, dass ich mir vielleicht auch mal ein kleines Auto kaufen kann. Dass ich nicht gerade so überlege, um mir Essen zu kaufen, weil ich kann ja mir nicht selber Essen machen, weil dann bin ich ja nicht im Tattoo-Studio. Und dass ich wenigstens ein bisschen nehmen kann. Ich will ja nicht reich werden, das ist überhaupt nicht mein Ziel. Mir macht die Arbeit Spaß. Also ich mache die gerne. 45 bis 50 Prozent Steuer. Aber irgendwie frage ich mich dann, warum es Sinn macht, selbstständig Moment, zu sein. Moment, Leute. Der Herr mit der Frage, ich weiß nicht, wer es war. Genau, ja, ist egal. Ich habe eine Frage, und zwar, wie wird es denn entschieden, wer wie viel Prozent hat? Ich merke ja, manche haben 80, manche haben 70. Ich zumindest hatte ja irgendwie um die 10%. Deswegen verstehe ich, wo ist die Differenz? Wer entscheidet das? Herr Linz, dazu können Sie sich auch sagen. Ich weiß, also das weiß ich tatsächlich nicht. Weil ich find staatliche Steuer sollte wirklich fix sein. Ist egal, auch wenn die 50 ist, dann ist für jeden 50. Es kann nicht sein, dass 80, 70 und ich habe 10 bezahlt. Eigentlich jeder im gleichen Boot. In welchem Unternehmen waren Sie? Wie ist denn Ihr Name zu meiner rechten Seite mit der Maske? Ah, ich bin der Inhaber von Nonstop Coding gewesen. Also wie viel Prozent haben Sie bezahlt? Ich habe Gott sei Dank noch gar nichts bezahlt. Richtig, also dann brauchen Sie das auch hier nicht nennen. Genau, ich hätte aber 10% zahlen müssen. Hätte ich mein Unternehmen, wo der Tisch gemacht, mein, weil der Staat eingegangen ist. Nein. Ich habe mein Unternehmen selber so geschlossen. Genau, ich habe mein Unternehmen selber geschlossen, weil ich mir sicher bin, dass es hier keinen Sinn mehr hat, dieses Unternehmen hier weiterzuführen. Nicht wegen Geld, sondern aus anderen Gründen. Das hat jetzt auch gar nichts hier irgendwie eine Rolle zu spielen. Aber aus diesem Grund, ich würde nur gerne wissen, wie der Zusammenspruch 10, 70, 80, gibt es ein Unternehmen, das 99% hat? Bennys. Sauber. Ja, Bennys mit dem Bennys habe ich gar nichts zu tun. Aber das ist was ganz anderes, was bei Bennys. Ja, aber Bennys ist ein Staatsunternehmen. Ja, mit dem Bennys habe ich nichts zu tun. Öffentliche Fraktion müsst ihr raushalten. Das ist total eine andere Baustelle. Ja, es geht ja auch um Privatunternehmen. Bennys ist klar, Bennys ist ein Staatsunternehmen. Deswegen bin ich auch definitiv nicht da, also alles gut. Ja, ja, ist okay, kein Ding. Bennys wird das ja, ist eine ganz andere Berechnungsgrundlage. Die kriegen dafür, weiß ich nicht, ein viertelstündiges Gehalt. Ja, aber ich will die Antwort gerne wissen. Aber die andere ist eine gute Frage. Die anderen Sachen, warum werden andere anders besteuert als andere? Dafür, dass er so lange schon so früh da war? Gab es früher jemand anders, der es anders gesagt gesehen hat? Oder setzen sich die Preise zusammen? Und das wird in der Stadtverwaltung vereinbart. Aber wie kommt, ja, das ist ja die Frage, wie kommt das zusammen? Auch die Preise an sich, wie kommen diese Preise zustande? Ist es gewinnorientiert? Wenn das Unternehmen mehr Gewinn macht, nehmt ihr mehr? Weil dann hat das gar keinen Sinn, weil ich habe in der Woche Minimum 1 Million gemacht. Man muss ja auch ein bisschen unterstützen, dass die Leute Geld verdienen, dadurch, dass sie auch gutes Geschäft machen, ne?
Die Leute wollen ja, das ist ja die Idee, die ich sehe beim Unternehmen, ist, ich habe Unternehmen, wo ich Spaß dran habe, wo andere auch Spaß dran haben. Als Inhaber oder auch als Geschäftsführer verdiene ich einen gewissen Obolus, der hoch genug ist, dass ich meine eigenen Mitarbeiter bezahlen kann. Und danach am Ende immer noch was übrig bleibt, um mich als Inhaber auch hinstellen zu können und sagen müssen, ich bin Inhaber. Meine Mitarbeiter gut bezahlt sind, dass die nicht mehr aus Feld raus müssen, um zu, wir wollen ja hier kein Farming, ne? Kein Dauerfarming machen. Einfach realistisch sein. Aber trotz allem alle von irgendwie von das Leben können und sich die Preise stabilisieren. Wenn ich das richtig bekomme, versucht ja die Stadtverwaltung und das Gewerbeamt so ein bisschen die Preise zu stabilisieren. Nicht mehr auf diese Mega-Inflation ist, die ja jetzt aktuell da war bis vor kurzem. Der langsam zurückbaut. Nach und nach. Das ist schön, Mann. Es gibt immer noch Leute, die auf einigen Geldreserven sitzen, die sind noch und nöcher, das ist ja kein Problem. Aber dass andere, auch die jetzt neu in den Staat einreisen, die Möglichkeit haben, vernünftig Geld zu verdienen und sich auch mal was leisten können, ohne dass sie dafür 3 Tage auf dem Feld stehen, sondern müssen sie halt 4 Wochen für arbeiten. Diese Relation passt momentan einfach gar nicht. Ich habe mich 2 Stunden aufs Feld und habe mehr verdient, als wenn ich 4 Stunden oder 8 Stunden oder 2 Tage am Yellowjack-Inn mit dieser Anzahl, die jetzt hier stehen, eine vernünftige Party feiern, verdienen kann. Als Inhaber. Das muss dringend geändert werden. Ja, aber ich da möchte man das Gewerbeamt, dass die sowas machen, weil das Gewerbeamt an die richtigen Stellen geht, in der Stadtverwaltung, das mitnimmt bitte, ja, sich vielleicht das auch aufschreibt, dass man mitnimmt und sich überlegt, was kann man da ändern und dann unter Umständen auf die Unternehmen zugeht. Gut. Vielleicht sowas wie ein Unternehmer-Meeting noch wieder einberufen, das wollte es ja auch Raver nicht mehr geben, habe ich mir sagen lassen. Herzlich willkommen. Um das nochmal zu besprechen. Vielleicht eine einheitliche Steuer macht von 45% oder 50%, dass man da ein bisschen was und schon hat man nämlich 30, ne, ein bisschen mehr Geld in der Tasche bei den anderen Unternehmen. Man vielleicht ein bisschen den Konkurrenzkampf wieder zulässt, also mehrere Unternehmen für denselben Bereich zulässt. Auch bei einer Staatsfraktion wie Bennys, dass man vielleicht Bennys einfach den Optionen, die Option der Staatsfraktion entzieht. Also so eine ganz normale Arbeit ist, wie jede andere ja. auch. Und ja. dementsprechend vergütet wird. Richtig. Die sich dann ihre Preise selber machen. So wie sie es für richtig halten. Das ist ein Wunsch. Glaube ich, alle hier haben, wenn ich mich hier gerade so umgucke. Applaus. Das ist ein Wunsch, den ich jetzt so in der Stimmlage ans Gewerbeamt weitergehe, weil ich glaube, das ist die erste Stelle, die sowas machen kann, um das in die Stadtverwaltung einzubringen und dann dort bei einem Meeting, die ja bestimmt auch mal untereinander haben, zu besprechen und zeitnah, und damit meine ich nicht morgen, sondern vielleicht Ende des Monats zum Beispiel, eine Entscheidung zu bringen, die diesen Staat voranbringt. Alle wieder was den ich, Spaß dran haben, den wir schon mal hatten. Ja. Was ich glaube ich ganz... Ja. Und da reden wir noch nicht über fehlende Importe von Autos, fehlende Importe von Bikes, dass es ganze 2 Bikes zu kaufen gibt in diesem Staat, das ist alles davon unabhängig, es geht nur erstmal darum. Das andere kann man immer noch besprechen, wenn man das möchte, weil meine Liste habe ich noch ein bisschen, kann man gern auf mich zukommen für einzelne Fragen. Ja, Liv, ich würde mal kurz, ja? Ja, ja. Jetzt mal eine Frage. Gab es irgendwann in irgendeiner Form von euch mal einen Brief oder so, wo ihr eure Problematik erklärt habt, die ins Gewerbemanagement gegangen ist? Oder ist es jetzt wirklich das erste Mal, dass der Herr Linz gerade das zu hören bekommt, was ihm gerade vor den Kopf wirft? Ich finde das okay, dass ihr was sagt, aber gab es vorher irgendwas, was mal geschrieben wurde? Gab es irgendwas schriftlich? Deswegen sind wir ja hier. Ich glaube. Deswegen sind wir doch hier. Wir kriegen keine Antwort. Aber die Leute wurden ausgewiesen. Also einzelne Leute haben sich bestimmt mal beschwert, aber in der großen Anzahl ist es das erste Mal und deswegen machen wir das ja auch das erste Mal. Es kann ja nicht, irgendwann muss es ja mal anfangen und ich fange ja jetzt mit an. Ich will auch niemandem was an den Kopf werfen, ich will auch niemanden beleidigen. Das kommt gerade sehr strikt rüber, die Dame. Nein, mit ihrem Ton vielleicht gemeint. Auch mäßigen, wenn ich mich mäßigen muss. So, ich meine es geht damit darum, was ganz anderes. Nein, es geht aber ja, darum, ist jetzt hat er das mal mitbekommen. Er hat das jetzt mal vor mitbekommen, ja. Ich stehe hier, habe ganz viele Leute hinter mir, die mir da alle zustimmen und hat das jetzt mal mitbekommen. Er kann das jetzt ja mal ansetzen und wir warten relativ geduldig auf eine Antwort, die irgendwie ausfällt. Wenn sie uns gefällt, ist es wunderschön, dann haben wir alle wieder viel mehr Spaß. Wenn uns nicht gefällt, wird die Hälfte der Leute irgendwann kurz oder lang weg sein, weil sie einfach keinen Sinn mehr sehen, hier in diesem Staat irgendwas zu machen zu wollen. Weil keiner mehr Bock hat, auf irgendwelche Felder zu gehen und das zu machen. Man kann daraus bestimmt was Schönes machen, auf Felder gehen. Manche wollen das unbedingt haben, aber nicht jeder. Und ich glaube, die meisten, die hier stehen, ob es die von Benny sind, die hier ein paar so sind, ob es die von Black and White sind, die hier mitstehen, ob es Tattoo Studios ist, die mit hier stehen, die alle keine Lust drauf haben, sondern einfach ihren Spaß haben wollen. Und Spaß geht dann, wenn das Gewerbeamt und auch das Stadtmanagement und die Stadtverwaltung da oben mithelfen, dass es so ist und vielleicht mal ein bisschen mehr den Leuten machen lassen und nur das Grundgerüst zur Verfügung stellen. Dass das Grundgerüst mit mehr als einer Person bearbeitet werden kann
als es der Herr Linz aktuell tun kann. Wenn er alleine ist, dann ist kein Wunder, dass man 3 Wochen auf eine Antwort wartet. Ich habe eine Frage dazu. Also ich muss mal ganz kurz, dann bin ich ja schon wieder ruhig. Ich kann noch mal das nur noch da rausgeben, wo damals das Gewerbeamt noch über 2 Personen lief. Da habe ich, wie gesagt, gehabt, zig Listen erstellt gehabt. Es gab auch öfters mal Schriftverkehr und KKG. Das ist auch in einer separaten Schreibgruppe ausgetragen worden. Aber da muss ich halt leider Gottes sagen, war das Feedback halt relativ dünn gewesen. Also um der Dame ihre Frage zu beantworten, ja, ich habe den schriftlichen Verkehr auch schon versucht einzugehen. Aber dann ist auch die Frage, warum man nur 1 Person im Gewerbeamt hat oder früher mal 2 hatte. Auch 2 ist eine Anzahl, mindestens 2 zu wenig. Ich habe mal eine Frage jetzt. Darf ich die stellen? Natürlich, lass die junge Frau mal reden. Okay. Ich denke, dass alle, die jetzt hier beteiligt sind, inklusive der Herr Linz, das jetzt verstanden hat, worum es in erster Linie geht. Ich kann das nachvollziehen, dass es bei dem einen finanziell nicht unbedingt den Vorteil hat, ein Gewerbe zu haben. Das kann ich komplett verstehen, ja, dass es sich bei gewissen Berufen mehr lohnen muss. Und ich würde einfach sagen, wir würden uns jetzt diese Schuldzuweisungen, die würden jetzt quasi hin und her gehen. Welche Schuldzuweisungen? Ich meine, dass es nicht passt. Jetzt nicht direkt an ihn selbst, sondern dass diese Situation momentan einfach nicht passt, ja. Ich würde einfach sagen, um die Sache ein bisschen voranzutreiben, dass sich jetzt die Einzelnen, von mir aus auch die Vertreter, wenn die... War es gerade nicht gut zu hören. Geht's jetzt? Ja, jetzt geht's. Ich muss mich räuspern, ja. Dass wir jetzt im Anschluss Termine machen und bei diesen Terminen nicht nur die Problematik selbst angesprochen wird, sondern dass wir uns so einigen, dass der Herr Linz speziell auf die einzelne Buchhaltung des jeweiligen Unternehmens eingeht, einfach um sich selbst ein Bild machen zu können, weil wenn wir vom Groben reden, das kann keiner nachvollziehen. Wenn mir jemand 5 Buchhaltungen in die Hand drückt, ja schön, man guckt, was rauskommt am Ende, ne? Und davon wahrscheinlich, wie auch immer. Einfach, dass man das besser nachvollziehen kann, dass man sich in diese Materie einfach reinliest, auch wenn es ein Haufen Arbeit ist, einfach, dass es fair gegenüber den Unternehmern ist, dass man sich eben gerade ein Bild davon verschafft. Gerade was das Tattoo-Studio an Ausgaben hat, dafür, dass die Nadeln dies, das kaufen müssen, ja. Dass die Mitarbeiter, welche bezahlt werden müssen, wirklich berücksichtigt werden. Dass es vielleicht, grüß dich, Tessa, dass es vielleicht feste Termine gibt, wo neue Mitarbeiter eingestellt werden, sich an einem gewissen Tag in der Woche an das Gewerbeamt gewendet werden kann und diese halt auch eingestellt werden. Dass man vielleicht die Zeit, so mache ich das jetzt, privat als Unternehmerin. Genau. Die machen ja ein Praktikum. Schön. Genau, die machen ja erstmal ein Praktikum. Und dass wir feste Termine haben, wo sich nicht jeden Tag, wenn jeden Tag einer angekleckert kommt, ist es natürlich ungünstig. Dass wir meinetwegen sagen, geht's ja nicht. Jeden Freitag haben die verschiedenen Unternehmen die Möglichkeit, wenn sie neue Angestellte haben, die dem Gewerbeamt halt, ne, mitzuteilen. Und dass er dann die Möglichkeit hat, darauf zu reagieren. Ich glaube, dass es, gerade weil er alleine ist, dass es halt schwierig ist, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber ich finde, dass seit die Partnerin des Gewerbeamts weg ist, finde ich persönlich, ist eine Menge passiert. Auch wenn es nicht optimiert ist, ja. Wenn nicht jeder von uns zufrieden ist mit dem, was läuft. Es ist aber immerhin etwas passiert. Und das finde ich ganz wichtig. Andere Frage ist denn, auch mal direkt an Herrn Linz, weil ich kann das ja beantworten, ist denn geplant, dass sie Entlastung kriegen? Ist denn geplant, dass die Personenanzahl, die das Gewerbeamt betreuen, wenn sie ihn als Chef, von 1 auf 3 oder 4 geht, um solche Aktionen, wie jemanden einstellen, zum Beispiel gesammelt werden können, dass das weitergetragen werden kann und dann gemacht werden kann, dass quasi zum nächsten Wochenanfang dort das gemacht werden kann? Weil immer nur sagen, okay, ich komme jetzt freitags mit ran, dann passt man vielleicht mal einen Freitag. Es wäre aber einfach zu sagen, okay, schreibe am Montag den Brief ans Gewerbeamt mit der Bitte, dass ich jemanden einstellen möchte, mit Personalausweis, Personalausweisnummer etc., was man halt so braucht. Mhm. Das werden die ja gut wissen, was man braucht. Dann quasi die Bestätigung bekommt, Job, ab nächste Woche Montag kann es losgehen. Ja? Ich habe noch eine... Das kann dann für alle dann gehen, dass man von Montag bis Samstag das dann sammelt,
Dann Sonntag wird irgendwas gemacht von mir aus oder wann auch immer. Und dann am nächsten Tag. Man kann es ja auch schriftlich einreichen. Man muss ja nicht unbedingt persönlich sprechen, man kann es ja auch schriftlich einreichen. Richtig, ne? Aber ist ja egal wann. Aber dass man dann als Info bekommt: Jop, alles klar, weiß ich Bescheid. Ab nächste Woche Montag ist die und die Person oder ist der Mitarbeiter eingestellt und bis dahin ist halt Praktikant oder. Mhm. Ne? Solche Sachen reinzukriegen, solche Automatismen reinzukriegen. Genau, einfach. Das ist das, was diesem Staat am meisten fehlt. Ja. Also denken Sie, Sie können das umsetzen. Brauchen Sie Mitarbeiter? Soll ich die Mitarbeiter rankarren? Nein, lassen Sie mich doch einmal aussprechen, bitte. Und zwar kann jeder Mitarbeiter der Stadtverwaltung Leute einstellen. Es ist nicht zwingend erforderlich, für jeden Unternehmer den Weg über mich zu nehmen. Gewerbeamt geschaffen, damit man über das Gewerbeamt und Gewerbe zum Amt geht. Und schön für die Information. Ich weiß nicht, wieso Sie die ganze Zeit dazwischen reden, aber Sie haben weder ein Unternehmen, noch hatten Sie diese Sachen vorher in Anspruch nehmen müssen für Ihre Art Unternehmen. Und ich weiß nicht, wenn Sie irgendwelche Sachen durchführen mit Ihren Unternehmen, die in keinster Weise abgesprochen waren, weder mit dem Gewerbeamt noch mit der Stadtverwaltung, und dann selber von sich aus sagen, ich möchte mein Unternehmen schließen. Weiß ich nicht, wieso Sie die ganze Zeit Seite das stimmt kommen. Nicht, das stimmt nicht. Wenn wir jetzt so offen reden, das stimmt nicht. Ich habe gesagt, ich nehme meine Internetseite runter. Daraufhin haben wir das Gespräch beendet und ich wurde von ihm, also sozusagen, mein Unternehmen wurde von Ihnen dann sozusagen gekündigt. Ich habe nie eine Kündigung rausgegeben. Ich habe auch nicht gesagt, ich kündige Nonstop-Coding. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich nehme die Seite runter. Genau. Auch das, was da betrifft, ist es auch so, dass man doch nicht alles mit der Stadtverwaltung absprechen muss. Muss doch nicht, das ist doch das Schöne an unserem, was wir hier machen. Die Stadtverwaltung muss doch nur ein Grundgerüst zusammenstellen. Und bei extra Wünsche kosten die extra, aber das Grundgerüst muss doch nur gestellt werden. Alles andere kann sich doch einfach entwickeln. Wieso kann man nicht was entwickeln? Wieso kann das Gewerbeamt und vor allem die Stadtverwaltung nicht einfach nur ein bisschen steuern? Wieso müssen sie nicht nur in die Bahnen lenken, wieso müssen sie das selbst in die Hand nehmen und sagen, in die Richtung geht's? Wieso kann man nicht einfach mal die Leute machen lassen? Wir sind alles erwachsene Menschen, wir sind keine kleinen Kinder. Wir müssen alle mindestens 18 sein, bevor wir diesen Staat betreten. Das heißt, wir haben alle einen gewissen Reife, oder sollten wir zumindest haben. Ich würde ganz gern die anderen Herrschaften hier auch mal kurz zu Wort kommen lassen. Ich würde sagen, als erstes der Herr hier vor mir und dann der Herr hinten. Was ich fragen wollte, was hat das denn für einen Sinn, wenn die Menschen mehr auf dem Feld verdienen als jetzt vielleicht ein Unternehmen, weil ich meine, das Ziel sollte es nicht sein, die ganze Zeit auf dem Feld zu stehen und da Tag und Nacht Tomate Mozzarella zu machen, sondern vielleicht sich irgendwann was Eigenes aufzubauen und damit die Chance zu haben, vielleicht ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Da kommen wir wieder aufs Thema Steuern. Das hatten wir vorhin schon. Da sollten wir über das Thema Steuern nachdenken und wie die Steuern sind. Genau, Liv, tschüss Liv. Okay, halt. Gute Besserung. Die läuft da hinten telefoniert. Aber das ist der Herr Linz, der es zumindest mal mitnehmen kann und dann in die richtigen Stellen weiterführen kann. Hab nichts verpasst. Weil das Schöne ist ja, dass Herr Linz wenigstens eine Person ist, damit du Bescheid wisst, Herr Linz eine Person ist, die sich zumindest mal der Sache stellt. Die meisten anderen einfach wegbleiben oder nicht da sind oder sich dazu nicht äußern möchten. Er stellt sie wenigstens, aber er kann es jetzt einfach mal mitnehmen. Dieses Weitertragen. Er kennt ja die richtigen Personen, er kennt ja die richtigen Stellen. Ich glaube, dass er den Unmut auch verstanden hat. Also um das mal zu sagen. Ich kann, also auch wenn das jetzt hier so ein bisschen Gegner, man hat halt das Gefühl, dass wir Gegner sind. Sind wir aber in dem Fall nicht. Ich denke, das hat er verstanden. Nee, soll's gar nicht. Ich kann jeden Einzelnen, wirklich jeden Einzelnen hier nachvollziehen. Ja? Ich bin nur gerade in der Position, ne? Bin beruflich hier. Dann machen wir das doch anders. Dann lassen wir die Fragen hier nochmal haben. Genau. Für mich oder für uns ist es jetzt wichtig, dass wir am Ende von diesem Gespräch zu einer Lösung kommen, mit dem wir alle zufrieden sind. Das ist ganz wichtig. Werden wir nicht kommen, aber wir können zumindest Absichtserklärung hören. Wenn wir Ansätze haben oder beziehungsweise Dinge, wo wir ansetzen können, dann ist das, denke ich, dann war das hier nicht umsonst, ja? Und das ist das Wichtige. Deswegen sage ich, wie du schon sagtest, dass gewisse Dinge einfach automatisch passieren. Ja. Immer wiederkehrend, ja, wie zum Beispiel Tag, wo Leute eingestellt werden können, wo die verschiedenen Unternehmen halt kommen können, ihre Mitarbeiter sagen, hier, der arbeitet jetzt bei uns, dies, das. Gut, ich habe mich vorgedrängt, tut mir leid, die nächsten bitte. Herr mit dem weißen T-Shirt. Oder so. Immer wieder aufhören. Ja. Dass sich da hinten hinsetzt. Da ist noch jemand hinter mir. Redwood, steh auf. Ja, Moment.
Hallo! Ich wollte bloß sagen, mit dem Mitarbeiter ein- und abstellen oder halt kündigen lassen, das funktioniert eigentlich perfekt. Also ich habe einfach bloß den Herrn Linz Bescheid gegeben, dass die Herren nicht mehr bei mir arbeiten und ein paar Minuten später waren die gekündigt. Haben Sie ein Unternehmen, wo Leute darauf zugreifen, auf irgendwas zugreifen müssen? Ja, natürlich. Das habe ich auch. Zum Beispiel auch den Herrn Erich mal ansprechen müssen, der hier bei uns im Jahr Also, bei mir haben in den letzten Tagen viele Personen gekündigt und ich habe Herrn Linz angeschrieben, habe gesagt, dass die gekündigt haben. Ja, er hat gesagt, ist okay, er kümmert sich drum. Ein paar Minuten später waren die schon aus dem System draußen. Ja, siehst du, wir haben die Situation, dass wir vor 3 Wochen gesagt haben, ich habe eine neue Mitarbeiterin, die möchte ich einstellen. Sie braucht aber Zugriff auf den Herrn, der die Sachen ihr verkauft und hat bis heute keinen Zugriff. Ja, also was mir sehr oft auffällt... Das ist die Differenz, merken Sie da was? Ja, das ist richtig. Aber was mir sehr explizit auffällt, wenn ich mit dem Herrn Linz rede, ist er förmlich meistens immer sehr angepisst, ja? Wenn ich aber mit dem Herrn Linz ordentlich rede, ne? Ich schreibe ihm eine E-Mail, sage, Herr Linz, ich bräuchte einen Termin, ich habe da ein Anliegen, ne? Dann kommt auch immer eine Antwort. Aber jedes Mal, wenn ich ihn direkt anschreibe, ne? Kommt mir vor, als wenn irgendwelche Leute mit ihm kommunizieren und das dann einfach so abrupt sagen, ich will, ja, und er dann total damit überfordert ist, ja, dass sich die Leute nicht anständig mit ihm artikulieren. Aber ist also, ich weiß nicht, wie andere Leute schreiben, ich schreibe Nazi, abgesehen davon. Ja, nee, das kommt mir halt bloß so vor, also wenn ich zum Herrn Linz gehe, Frage, ob Herr Linz auf die Idee kommt, mehr Mitarbeiter einzustellen, die zum Beispiel sowas übernehmen wie Einstellungen anderer Mitarbeiter der Unternehmen. Ja, damit er sich um diesen Scheiß gar nicht mehr kümmern muss. Von wegen, hier, das ist deine Aufgabe. Moment, mach einfach. Stopp. Ja, das liegt ja mit meinem Essen vom Gewerbeamt. Moment, der Herr Linz hat schon vor 3 Wochen, ja, die zweite Anzeige losgeschickt, ja, dass dringend Mitarbeiter gesucht werden fürs Gewerbeamt. Wenn sich da keiner meldet, ja, dann ist es nicht sein Verschulden. Ne? Wenn keiner fürs Gewerbeamt arbeiten möchte, dann kann er nichts dafür. Er hat diesen Post auf Live and Radar gesendet, ja, dass händedringend Mitarbeiter gesucht werden. Meldet sich keiner, dann kann er nichts dafür. Ja, richtig, das ist das. Weißt du, dass keiner sich gemeldet hat? Herr Linz, haben sich denn Leute auf die Annonce gemeldet, dass das Gewerbeamt Mitarbeiter sucht? Das Problem an der Sache ist, dass es da natürlich Rahmenbedingungen gibt, ne? Sauberes Führungszeugnis, nicht unbedingt selbst ein Unternehmen, ne? Einfach. Also ich dürfte mich nicht bewerben, weil ich Mitglied beim LOS bin, ja? Ich rede von Vorstrafenregister, habe ich gesagt? Sicher nicht. Genau, ich hab nichts von Gruppierungen oder irgendwas gesagt. Ich habe gesagt, dass es Rahmenbedingungen gibt, welche zum Beispiel sagen, dass man ein sauberes Führungszeugnis haben muss. Das geht uns allen Unternehmern ebenfalls so. Ist klar, Straftaten ist nicht. Das Problem ist, dass da nicht unbedingt jeder in Frage kommt. Und man muss halt, wenn wir wollen, dass da vernünftige Mitarbeiter arbeiten, dann muss man solche Sachen leider auch beachten. Ja, also ich würde es, ne, ist halt so. Aber ich würde da nicht nur, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel noch nie eine Anzeige davon gesehen. Und ich bin zum Beispiel auch nicht bei Live and Vader aktiv. Weil ich war auch noch nicht fertig ankotzt, daher, ne? Aber ich habe irgendwo anders Anzeigen darüber gesehen. Ich habe es aber gelesen. Hat das noch jemand hier gelesen? Nein, außerhalb von Live and Vader. Ja, also ich habe es definitiv auch gelesen. Also ich habe es nur auf Live and Vader gelesen. Auf Live and Vader ist es seit drei Wochen ist der zweite Post draußen und davor wurde schon ein Post gesendet. Und der hat dann nochmal überarbeitet und der hat da vor 3 Wochen losgeschickt. Ja, kann man wie gesagt, alles bei Live und Vader nach. Und bis heute kam gesagt, keine damit Bewerbung damit ich auch mal ausdrehen kann. Führungszeugnis. Ja. Ja? Das einzige Problem, was ich halt habe mit dem Gewerbeamt, ist halt dieses mit dem EBOR. Ne? Ich war einer der Ersten, der es beantragt hat. Ja. Und viele andere haben was und ich noch gar nicht. Das ist das einzige Problem, was ich habe. Was genau? Mit der eigenen Internetseite. Ja, dafür gab es mal eine Seite, nennt sich Nonstop Coding. Die hat nie eine Seite erstellt. Ja, das ist eine andere Geschichte. Damals, wo es rauskam, war ich der Erste, der sich gemeldet hat, ne, und habe bis jetzt noch nichts bekommen. Irgendwie ein Informationsgespräch oder irgendwas, der sich auf mich zukam und sagt: Du, sie haben sich angemeldet. Ja, was haben sie für Vorstellungen? Ne? Aber
sämtliche andere haben das schon, ne? Ja. Fand ich halt in der Hinsicht. Ich kann dir später helfen. Kein Problem, komm zu mir, ich helfe dir. Ja, dann mach halt so. Gibt's jetzt, möchte jetzt noch, also ich würde ganz gern noch mal kurz mit dem Herrn Lind sprechen. Gibt's jetzt noch was, was unbedingt, was wer noch loswerden möchte? Haben sich ja noch ein paar Leute zu Wort gemeldet. War das jetzt noch irgendjemand? Baby? Was Richtiges. Gut, dann würde die Fahrschule nicht noch was sagen. Ich hätte da noch etwas gehabt, ja. Wer war das jetzt? Genau. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Oh, ah, okay, ja. Ach nee. Ja. Und zwar würde ich gleich gerne, wenn es noch möglich ist, nach dem Gespräch hier einmal auf Sie zukommen. Das wäre mir persönlich noch ganz wichtig, das wäre mir ein persönliches Anliegen. Auf den Herrn Linz jetzt. Richtig. Gut. Ja. Gut. Ich hätte noch was. Gut, dann los. Und zwar sehe ich das nicht ein, dass meine Firma geschlossen wurde. Ich würde die weiterhin betreiben wollen. Ich denke, da wird es... Das möchten wir alle. ...Gespräche geben. Das glaube ich. Das glaube ich, dass alle anderen das möchten. Okay, ich fand persönlich Nonstop-Coding auch nicht schlecht. Ich würde jetzt nochmal mit dem Herrn Linz unter vier Augen sprechen und dann würde ich Sie bitten, dass sich alle Herrschaften nochmal ganz kurz gedulden und wir gucken, ob wir wenigstens einen Lösungsansatz für das bestehende oder für die bestehenden Probleme finden, okay? Pass doch meine Nummer, nachher rufst du mich einfach an. Nee, es dauert jetzt genau 5 Minuten. Und nicht mal. Klingt aber nicht nach einer Minute. Okay, mach. Nein, es geht bloß irgendwie, weil die Möglichkeit noch nicht, ja? Wie gesagt. Okay, dann... Pinkelbaube. Komm mal mit. Genau, einmal alle eine rauchen und mal pinkeln gehen. Ja, so. Zigaretten gibt's bei Taco. Wo kann ich hier pinkeln? Ach, egal. Jungs, ihr habt mitgekriegt, unten die Vortex gibt's wieder zu kaufen und die Demon 2, ne? Ja, ja, ja. Das ist ein tolles, das ganze 2-Beispiel. Krass. Hat wir Horst gesehen? Ja. Dimi! Ach, du mich mal weg. Gib die Vortex wieder zu kaufen. Horst, oh, okay. Erstmal auch mal an den Rand. Ja, ruf mal noch Horst an, bitte. Horst hat mir schon Schlüssel gegeben. Dem hat er mir in die Tasche gesteckt. Der wollte ja, glaube ich, helfen. Ja. Genau, immer wieder mit der Maskierung hinterher. Wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung. Irgendein Notfall oder so. Der ist, Horst bleibt erstmal weg. Ja. Was hat das für einen Grund gehabt, dann herzukommen, wenn er wegbleibt? So, habe ich jetzt jemanden Interessen nicht vertreten? Ja. Fühlt sich jemand von mir ungerecht behandelt beim Rumschreien? Thema dann bitte Import. Einmal hier melden. Zu leise, lauter ging nicht. Import. Import. Nicht zu leise, sondern leise. Wir müssen halt dann auch nochmal einen Termin mit dem Handlins machen, wegen Black and White und dem Import. Und da müssen wir halt auch nochmal ein Gespräch führen. Ich werde Anwalt. Dann mache ich das für euch, gar kein Problem. Müssten wir jetzt echt einen Anwalt für den Scheiß nehmen, weißt du? Ich dachte, wir treffen uns und besprechen das einfach, aber... Zeitlich, ist ja keiner da, außer... Ja, schade, ich hatte mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft, dass wir da vielleicht, dass er selber vielleicht auch mal mit uns spricht. Das hätte, glaube ich, eine ganze Menge Feuer rausgenommen. Kann er doch nicht. Kann er doch nicht, weil er krank ist. Aber das geht's mir ja nicht. Es geht darum, dass er mir jetzt hier ankommt und mir vielleicht Lösungsvorschläge um die Ohren knallt, wo ich sagen kann, das funktioniert, darauf warten wir. Ja, mir passt da diese passive, aggressive Art halt nicht so besonders. So. Weiß, kann kaum einer leiden von Liv. Das ist man halt kann halt mit umgehen lernen oder man lässt es bleiben. Und es steht da halt immer noch unsere direkte Konkurrenz vor uns. Ja, vielleicht als Tipp, ich finde das mit dem Anwalt gar nicht so schlecht, weil es gehört ja irgendwo doch dazu, dass Unternehmen auch Anwälte brauchen, ne? Wie viele Anwälte gibt es in diesem Staat? Du hast Liv. Aktive würde ich sagen 5 oder 6. So, wo arbeiten die? Shit, ey. Na, eine ist Liv. Ja. Redwood auf jeden Fall. Ja. Und die dann anderen arbeiten für Redwood, oder? Dann hast du auf jeden Fall... Nö, Redwood ist mittlerweile ganz alleine. Dann hast du Pepper. Riley. Ja. Also mir fallen da Cheapos, Mark Cheapos. Sorry, ich hoffe, ihr haut mir jetzt nicht einen Schädel ein oder so. Ach, Quatsch. Ich wollte dir den Wagen zeigen. Hä? Ich wollte dir den Wagen zeigen. Ach so. Nee, weil ich... Das habe ich ja nur auch für euch gedacht, ne? Wenn ihr Konkurrenz hättet, dann könnt ihr auch endlich privat irgendwie auch endlich mal Preise machen, endlich mal verdienen, weißt du? Ja, das ist etwas, das verstehe ich sowieso nicht. Vor allem halt auch so eine Sachen wie das mit dem Motorrad-Tuning und solchen Geschichten. Ja, ich wollte euch jetzt nicht irgendwie das Geld wegnehmen oder so, weißt du? So war das jetzt nicht gemeint. Ich zum Beispiel wollte eine eigene Werkstatt aufmachen mit einem eigenen Abschleppservice und Tuning, ne? Ja. Ja, genau. Das darf man nicht, weil das alles staatlich ist. Ja. Ganz genau, das ist das Problem. Es gibt zig Werkstätten, die nicht vergeben sind. Geil, wo einfach nichts gemacht wird. Da ist die ganze Ausrüstung drin, aber du darfst es nicht machen.
Ja. Das hast du clever gemacht, dass du den so gekriegt hast. Du bist ein Fuchs. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Der hat die Haupt... Der, unter dem Chrom ist wahrscheinlich ein Rot, ne? Das, was du auf dem Überrollbügel siehst. Genau. Super geil, Alter. So, von hier vorne siehst du das ein bisschen besser, wo das Licht ein bisschen... Alter, absolutes also, Einzelstück, Mann. Ja, ich hab schon einen. Das wäre wieder einer für Dimi. Absolutes Einzelstück. Komm jetzt nicht damit, die Farbe wird geändert. Nein, der ist so, wie er da steht, zum Verkauf. Ja gut, nehme ich. 400.000, weiß Bescheid. Wie gesagt, das sind 350 für den Wagen. Ja, komm mit zum Bankautomat, hast du gehört? Ja, alles klar. Weil das sehe ich noch kommen, dass die, die gesprochen haben, am Ende ausgewiesen werden, weil sie ihre Meinung vertreten haben. Sorry, Julia, ich wollte euch jetzt irgendwie, ich hoffe, ihr schaltet mir jetzt nicht einen Schädel ein. Ich habe damit Konkurrenz eher für euch gedacht, dass ihr endlich auch mal irgendwie, ne, was verdienen dürft. Nein, das ist es ja. Wir wollten ja damals Konkurrenz zu Bennys aufbauen. Dann bin ich ja froh, ey, dass ihr mir jetzt nicht einen Schädel einschlagt. Wir waren 121 Tage hier. Ja. So, pass auf, komm. Lass uns gleich nochmal reden. So. Oh. Hey, grüß dich schon. Und hat die Hände hoch. Ja, der schiebt den Arm Redwood. Achso. Jerry! Aber alter Mann. Schön verletzt. Ja, ja. Er schiebt den nicht zu sehr an mich hier ran, ja? Wer wollte jetzt mit mir reden? Eigentlich Liv, aber Liv hat irgendwie gerade Kopfschmerzen. Es geht wohl weiter. Nee, Liv ist gerade hinter das Yellow gelaufen. Ah, okay. Achso, ja, Boss, haben Sie kurz eine Minute Zeit? Ja, klar. Können wir mal einen Schritt zur Seite gehen? Ja. Wäre halt schön, wenn es für Unternehmer ja echt attraktiver wird. Der Linz jetzt, pass auf, ich suche weiterhin Mitarbeiter. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich bewerben möchte. Keine ja, es geht ja eher mal drum. Ich habe den Herrn Linz schon 3 Mitarbeiter vermittelt. Ja, die hat er nicht angenommen. Ja, da kann ich auch nichts für. So, und dann geht es darum, dass er sagt, okay, wir kümmern uns um die Steuern. Da wird was passieren. Wir haben jetzt den 12.9. Ich erwarte theoretisch bis zum 31.9. im schwarzen Brett eine schöne Antwortmöglichkeit von dem, was jetzt noch passiert und ob die weiterhin alles kontrollieren wollen oder ob sie einfach nur die steuern wollen, ob sie nur die richtige Wege steuern wollen. Wäre, wir also, haben so oft schon gesagt, wir würden Bennys privatisieren, aber sie lassen es nicht zu. Dürfte ich mal eine Frage stellen? Nein. Die Firmen. Ne? Sag mal bitte deine Stimme. Es gab eine Versammlung jeden Sonntag, ja, von Privatunternehmen, ne? Das hat damals der Golfclub aufgebaut, ja, da haben sich sämtliche Privatunternehmen getroffen und haben über alles geredet, wo der Schuh drückt und so weiter und so fort, ja. Da war auch der Herr Linz öfters absolut mal dabei Seite, und alle, richtig. Also alle wurden eigentlich immer dazu eingeladen, die Privatunternehmer, nicht die staatlich geförderten. Das so, ist jetzt auch wirklich so. Das ist jetzt hängen geblieben. Da geht es um wirklich immer, also die Versammlung wurde immer von A nach B geschoben, bei dem gerade der das größte Anliegen hat, auf dem Grundstück wurde es gemacht. Ja? Da waren aber viele von den Firmen, die jetzt da sind, die ich auch persönlich kenne, noch niemand da. Weil da hätte man natürlich einmal mal hinkommen können. Ne, wussten und hätte Sie sagen denn davon? Können, alle wurden informiert. Ich wurde ja auch informiert, dass das stattfindet. Also mir wurde damals gesagt vom Golfclub, da wurden alle Privatfirmen wurden informiert, dass das stattfindet. Es war auch tatsächlich, am ersten Treff waren wir 42 Personen mit dem Herrn Linz und der Frau Sunshine, ja, waren wir da und haben über Probleme geredet. Und von wie davon wurden angegangen von den Problemen? Alle. Das allererste Gespräch, ja, das hat sage und schreibe 3,5 Stunden gedauert. So, und das ist jetzt, glaube ich, das vierte Treffen, was war. Und seitdem ist es abgelaufen, weil keiner mehr sich drum kümmert. Ja? Dass man das vielleicht zurück in Limbo, weil so können sich die Firmen auch untereinander, ja, kommunizieren. So kann man Kontakte knüpfen und vielleicht sogar die eine oder andere profitable Sache mit rausholen, dass man sich gegenseitig unterstützt, ja. So war das eigentlich gedacht, aber das ist in den Sand verlaufen, da keiner mehr zu dem Termin gekommen ist, am Sonntag. Das wäre vielleicht eine Idee, was man mal wieder machen könnte, weil der Herr Linz war auch öfters dabei und hat sich das echt angenommen, was da gesagt wurde.
Ja, ja schön, vielleicht deswegen ist er auch heute hier. Herr Linz auf seine E-Mails antwortet. Das würde. Ja, das helfen. Problem habe ich auch manchmal. Er antwortet einfach nicht. Das hat aber wahrscheinlich damit zu tun, dass ihn so viele anschreiben, ja. Das ja, aber dann muss er halt Person sehen, dass er da klar. welche findet. Das kann ja nicht so schwer sein, da Leute zu finden. Sind ja logischerweise Leute auch bereit, da zu helfen, ne? Also, ja, so sieht er nicht, ne? Es geht ja nicht klar, darum, das als Hauptberuf zu machen. Deswegen, nö. Er nimmt ja keine Hilfe an, das ist es ja. Ja, aber da können wir doch nichts für. So, aber im Sinne der Stadt wäre es aber besser, ne? Als Privatunternehmen. Ich bin ja auch ein Privatunternehmen, ne? Warum seid ihr nicht mal einfach zum anderen so, pass auf, wir wollen jetzt mal ein Schreiben aufsetzen, wir geben dem Gewerbeamt eine Frist jetzt, dass er sich darauf zu melden hat, sonst hat es Konsequenzen. Ja, das interessiert ne? doch keinen. Was für Konsequenzen können wir denn anderen? Was nehmen wir konkret Konsequenzen, die wir androhen können? Also wirklich androhen. Wir sitzen auf Deutsch am kleineren Hebel. Nee, das stimmt doch gar nicht. Was willst du denn machen? Was? Du, ganz ehrlich, einfach mal fragen, ja, den Babsche vom Autohaus, ne? Ja, der hat Haus. Der hat damals, ne, wegen Pfändung, ne, mit Cash and Claim zusammen, ne? Das stand ewig auf der Spur, ne? Dass da keine Lösung gibt, ne? Zack, Anwalt eingeschaltet, es ist alles ins Rollen gekommen. Hat zwar auch eine Weile gedauert, ja, bis es in den machbaren Möglichkeitsbereich ging, aber es ist jetzt möglich zu pfänden. Mhm. Also, es hat alles Sinn, ja? Und dann nimmt euch mal einen Anwalt, ne? Die Kanzlei Redwood, ich bin immer da, ja? Aber das ist nicht letztendlich muss ich dich aber ein bisschen korrigieren. Weil nämlich derjenige, der den es hätte zu pfänden, um den es da ging, da ist es letztendlich so ausgegangen, dass man dann gesagt hat, vom Gewerbe aufzunehmen, das ist halt Berufsrisiko. So, ja. Und da wurde dann nicht gepfändet. Aber jetzt, seit letzter Woche ist es offiziell genehmigt, dass Pfändungen gemacht werden dürfen, ja? Das ist super. Wie gesagt, es hat jetzt auch einige, ich sag's mal, einige Wochen gedauert. Also, wir reden jetzt von fast 2 Monaten. Ja, ich weiß, deswegen. Ja, also, jeder Anwalt hat eine andere Preisliste. Aber eine andere Frage, wenn du, könnt ihr ja gleich klären nochmal, wenn du vorher immer die Information bekommst oder wenn dir gesagt wird, als du das Unternehmen tatsächlich geschafft hast zu gründen, ja. Wenn da was ist, nennst du dich ans Gewerbeamt. Wieso soll ich plötzlich anfangen, Anwalt zwischenzuschalten? Wieso sagt man das nicht vorher, weil dich drum, oder sagt, geht einen anderen Weg? Ja? Wird ja nie gesagt, geh über einen Anwalt. Das hilft, also man sagt ja immer, melde dich bei dem und dem. Man sagt aber nie, geh auf den normalen Weg, weil der normale Weg wäre ein Anwalt. Auch niemals ein Staatsanwalt zu dir kommen, ne, und sagen, nimm den Anwalt. Ne? Also da musst du als Bürger, als Inhaber oder wie auch immer, selbst auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, ich merke, das läuft da nicht weiter, ich habe dadurch Einbußen, ich nehme mir jetzt einen Anwalt, ne, und hole mir das gegebenenfalls auch zurück. Ne, das ist halt genauso, wenn mich ein Mandant anruft, ja, der unten ist, der ruft aus freien Stücken an. Der wird nicht gesagt von irgendjemand. Das kann der heraus auch bezeugen. Ich frage immer höflich, ob er einen Anwalt haben will, aber zwingend tue ich natürlich keinen. Genau. Und ich sage, dass er keinen haben will. Das heißt, ich möchte jetzt einen arrangieren, der sich darum kümmert, dass die Steuersätze von 80 oder von 70% auf 40% gesenkt werden. Zum Beispiel, oder? Würdest du dich da kümmern? Weil keine Reaktion erfolgt, ne? Sind wir genau. dann ins Gespräch gesagt, mit in den Schriftverkehr. Und zum Beispiel ist dann so, wenn der Staat nicht ordnungsgemäß auf die Fristsitzung reagiert, dann könnte ein Anwalt theoretisch den Staat verklagen und sie bekommen die Prozesskosten etc. alles wieder zurück. Genau. Und auch die Anwaltskosten. Und da gibt es so eine schöne Tagesregel, das ist genauso wie bei den Pfändungen. Der Anwalt schreibt dann praktisch die Herren an, ja, und sollte sich in 3 Tagen nichts gemeldet haben, ne, dann kann der in dem Sinne Demi auch folgen. Ja? Okay, es geht so. Klingt nicht mal so unvernünftig. So, okay. Jetzt alle bereit? Ja. Jetzt würde ich erstmal bitten, einfach weil es einfacher ist, dass sich jetzt mal die ganzen Unternehmen so ein bisschen sammeln und zueinander stehen, dass ich überhaupt weiß, wer überhaupt wo ich zugehört. Auch wenn das jetzt hier Lost, klar, entweder Yellowjack oder Nonstop Coding, das ist mir bewusst. Wo sind die Herrschaften vom Autohaus? Hier. Hier hinten. Okay, einmal in eine andere Ecke bitte. Autohaus, Hände hoch. Trüppchenbildung möchte ich sehen. Nein. Sie. Dann bin ich doch voll alleine, das ist voll. Okay, die Fahrschule bitte und dann noch die Tätowierer. Also, ich habe jetzt mit dem Herrn Linz gesprochen und sag euch erstmal jetzt, was passieren wird in nächster Zeit. In Ordnung? Es wird so sein. Jedes einzelne Unternehmen, welches jetzt hier vorgesprochen hat, von mir aus auch die Unternehmen, die jetzt nicht hier sein können, werden nochmal ins Büro vom Herrn Linz eingeladen. Und dann wird nochmal explizit auf die Buchhaltung eingegangen. Bedeutet, dass gerade wie bei den Tätowierern,
ihr müsst euch das so vorstellen. Jede einzelne Firma hat eine eigene Buchhaltung. Das ist ganz, ganz viel, ganz viel Zahlen und ganz, ganz viel Text und ne, das große Ganze wird halt gesehen. Und einfach, dass die in dem Falle die Tätowierer halt kundtun können. Das ist ja hey, schade, alles so. Mal, das ist vielleicht echt kacke, das ist finanziell überhaupt nicht lukrativ und scheiße. Da muss man halt noch einiges überdenken. Ne? Ja, das können wir aber nicht an dieser Stelle klären. Mhm. Das können wir nur klären, wenn es nochmal wirklich Gespräche gibt. Von Unternehmen zu Gewerbeamt und das bringt halt nichts in der Masse, weil da wird nicht jeder das bekommen, was er möchte. Da müssen separate Gespräche geführt werden. Was ich jetzt sagen kann, darauf habe ich mich jetzt mit dem Herrn Linz geeinigt, dass ab morgen, und ich hoffe, dass ihr das auch verstehen könnt, dass wir dass der Herr Linz sagt, pro Tag zwei Firmen, das ist auch im Interesse von allen, weil wer sich die Buchhaltung von zwei Firmen reinzimmert, der hat bei der dritten gar keinen Bock mehr und ist überhaupt nicht mehr aufnahmefähig. Ja? Jetzt ist es so, ich sag euch Zeiten. Ihr könnt ab morgen von 12 bis 3 Uhr nachts einen Termin machen. Hat jetzt jemand schon die Möglichkeit, der mir jetzt sofort sagen kann, ich kann morgen um die und die Uhrzeit? Dann würde ich mir das jetzt notieren. Und dann kann die erste Firma morgen schon, oder auch zwei Firmen morgen schon, 23 Uhr und nonstop Coding, ja? Moment. So. Das machen wir. 20 Uhr. Haben wir noch eine Firma, die morgen direkt also ran möchte? Also 19 Uhr könnte Palito. Müssen wir morgen machen. Das, ich kann nicht sagen, wann Horst da ist und die anderen Chefs. Ich wollte gerade sagen, eben. Okay. Das, haben das, wir schon das können wir nicht machen. Palito. Das passt von der Uhrzeit auch her. Ja. Warum ist keiner der Chefs dabei? Noch den ich bin auch, wir, keiner von uns ist Firma? Geschäftsführer. Das können wir jetzt nicht ausmachen. Achso, morgen aber ist wir wissen ja, dass er sich morgen zwischen 12 und 3 Uhr einen Termin machen kann. Dann okay, müssen gut. Wir ihm das gleich ne, irgendwie zukommen Freitag, lassen. Welche Uhrzeit? Dass ihm das in einem Hotel erreicht. Entschuldigung. Freitag dann würde ich sagen 20 Uhr oder 21 Uhr. Was besser? Wie am 21 besten? 21 Uhr. Okay, dann hätten wir jetzt noch die, ich weiß gar nicht, die Tuner, das ist eine andere Geschichte, ist das richtig? Ja, das ist eine offizielle Fraktion, die müssen sowieso anders werden, das dauert länger. Das okay. Ist eine andere Geschichte. Dauert haben... länger und braucht andere. Okay, dann haben wir jetzt abgefertigt. Wir haben jetzt das Autohaus Black and White. Wir Entschuldigung, haben... das haben wir überhört. Kannst du das wiederholen? Black and White hat morgen um 19 Uhr schon einen Termin. Ja, das kriegen wir. Ja, okay, wunderbar. Okay, also hat die Black Geschäftsleitung and White morgen... das gesagt? Ja, weil es, ich sehe gerade keinen hier. Ist auf dem Weg passiert. Alles klar, super, alles perfekt. Dankeschön. Okay, sehr schön. Also, dann haben wir jetzt das Autohaus abgehandelt. Dann haben wir jetzt die Tattoo-Leute wissen Bescheid. Nonstop Coding weiß Bescheid. Ist jetzt doch. Jemand ohne Fahrschein. Ja, es sind ja nicht alle Unternehmen da. Fahrschule hat am Freitag, glaube ich, sowieso schon einen Termin mit dem Pato. Das war meine letzte Info. Am Freitag? Am Freitag, ja. Okay, dann trage ich weiß jetzt keine Uhrzeit, dann trage ich jetzt die Fahrschule das auf den Freitag und damit ist Freitag voll. Ich möchte bitte, soll... Ja? Ja, ich weiß nicht, Pato hat schon einen Termin ausgemacht und wir hatten jetzt auch schon heute Gespräche, also okay, weiß ich nicht, ob da noch was notwendig ist. Okay, wenn nicht einfach mit dem Gewerbeamt kurz schließen, ja? Wichtig ist, und das finde ich wirklich... Sehr wichtig. Sollten die Termine nicht eingehalten werden können, sagt bitte ab, ja? Bei wem? Bei. Macht das von mir aus über Postweg. Einfach kann Termin nicht wahrnehmen, warum ist vollkommen egal, aber der Termin kann nicht wahrgenommen werden, weil niemand wartet gerne. Also sinnlos, ne? Macht keiner gerne. Und die Nachricht an Herrn Linz schicken dann, oder? Richtig, genau. Das macht Sinn. Das nächste. Die Leute, die jetzt noch im Kontakt stehen mit den anderen Firmen, die jetzt warum auch immer nicht hier sein können, ja? Gehen wir weiter. Bitte? Geben wir so weiter. Bitte weitergeben, dass die sich bitte beim Gewerbeamt einfinden sollen, dass dann nochmal drüber gesprochen wird, über die möglichen Probleme. Vielleicht gibt es ja auch keine Probleme, ja, gibt vielleicht auch welche, die haben keine Probleme. Dass da bitte Termine gemacht werden. Die sollen, wie gesagt, Donnerstag, Freitag ist voll, ne? Ab Samstag geht es dann weiter, könnt ihr so kommunizieren. Erstmal alle soweit zufrieden. Ihr könnt auch mal ja sagen, ja? Ja, klar. Ne? Ja. Nicht immer meckern. Also wie gesagt, es sind Termine gemacht, es wird nochmal gesprochen, es wird sich nochmal individuell um die verschiedenen Leute gekümmert. Mehr kann man jetzt erstmal hier an dieser Stelle, denke ich, nicht machen, ja? Vielleicht sollte man für die Unternehmen, die jetzt nicht da sind, auch nochmal ans schwarze Brett irgendwie was hängen, dass die das auch mitkriegen, weil ich glaube nicht, dass jeder hier jedes Unternehmen kennt und das muss fair bleiben, dass auch wirklich jedes Unternehmen das mitkriegt. Genau, okay. Das stimmt, ja. Vielleicht, dass es offizielle Öffnungszeiten annehmen und dann müssen wir halt einen Termin abkleppern.
Ich glaube, es wäre gut, wenn es jemanden gibt, der die Termine koordiniert. Ansonsten kriegt er nämlich ein Problem, wenn er gerade im Gespräch ist und ein Anruf kommt und möchte einen Termin haben. Ja, Weasel News also ist ja eine gute Anlaufstelle. Genau, Weasel News vielleicht. Um nochmal wirklich zu verdeutlichen, die Termine, welche wir jetzt vergeben haben, die finden im Büro statt, ja? Mhm. Gut. Gibt es jetzt von den Seiten, von euch jetzt noch Fragen? Das nächste Mal bitte einen mit vom Staatsfraktion, ja. Von der Stadtverwaltung. Ja, und ich hätte das nächste Mal gerne was zu essen, wenn ich hierher komme, ja? Ja, dann hol dir was. Ganz nett. Bist du am richtigen Platz? Kannst jetzt zur Tomatenmozzarella gehen, kostet $42. Super. Ja. Gut. Dann, wenn es jetzt nichts weiter gibt, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal an dieser Stelle Cuts und, Ja, wir wollten ja kurz noch mit dem Herrn Linz sprechen, ne? Genau, dann einmal den Herrn Linz beiseite nehmen und das ist jetzt, ja, Herr Linz, das ist jetzt Ihr Part. Ich habe Zeit für dich, ja. Gut, danke erstmal und denk dran, ich war nur beruflich hier. Greif mir nicht den Kopf vor der Schulter an. Quatsch, alles gut. Gut. Wo soll ich denn jetzt hin? Ach, da hinten. Linz, wie kommen wir wieder zurück, hat Horst? Ja, ja, natürlich, ich habe alles dabei. Jungs, ich habe Fahrzeuge. Namen Frau Peters. Ich hab hier überall Autos versteckt, ne? Hä? Wer hat so dreckig Wie, gemacht, du hast hier ja. überall Autos versteckt? Ja, in der Garage stehen noch Haufen Fahrzeuge von mir, Mann. Juhu. Könnt euch eins aussuchen. Ich hab so einen Gangbang-Bus zum Beispiel. Ich finde das irgendwie lustig, dass Uschi genauso heißt wie ich mit Nachnamen. Die haut mich bestimmt irgendwann, wenn ich weiter zu an der vorbeilaufen werde. Guten Abend, Frau Peters. Ich muss mein Elegy hochfahren, runterfahren. Ja, dann fahr den doch. Wo ist Kevin eigentlich? Kevin ist schon weg. Er hat mir aber auch Schlüssel noch zugeworfen eben. Hat keiner mitgekriegt von euch, ne? Nein. So, aber Leute. Wie gut der werfen kann. Leute, mein Auto müsste beim Tuner abgeholt werden. Ja, dann schmeißen wir dich da eben raus. Ja, aber ich bin danach auf jeden Fall weg, ne? Also, ich muss dann bloß eigentlich dann. Hä? Wieso? Hä? Welches Auto? Ich dachte, du wolltest jetzt den Energy runterfahren. Ja, aber trotzdem ist mein Fahrzeug oben beim Tuner, ne? Wieso? Hat er den hochgefahren? Weil wir ein Fahrzeug zum Tuner abgegeben haben, du Vogel. Abgegeben haben? Ach, ihr beide, ne? Abgegeben? Ja. Abgegeben? Der SUV, Mann, ein Streiter. Soll ich ein hübsches Lied anmachen für euch, Jungs? Komm, aber nur weil ihr es seid. Nee, mach mal aus die Scheiße. Nee, mach aus die Scheiße. Sondern sofort aus die Scheiße. Ich hab den Auspuff gefunden, wow. Hey, Barbie, hey, einfach nicht. Das ist besser, verdammte Scheiße. Modern Talking. Nummer hart. Da müssen wir aber wieder zum Yellow. Mein zweites Auto. In my heart there is a fire, a burning heart. In my heart there's desire for a star. Scheiß Aufnahme. Boxen in Horst Auto sind nicht so gut. Sind bei mir besser. Meine, die Heizung
Ist hier kalt? Etwas. Das Feldtaxi. Boah, es hat immer voll gewichselt. Ja, Feldtaxi steht auf dem Nummernschild. Oh. Oh. So, der dicke auf Monster 6x6 und dann noch Modern Talking. Ja. Aber die Musik, das ist nicht so alleine. Normalerweise singen dabei. Abgespeckt.